Von den Landungsbrücken gelangt man über den Reiherstieg in den Veddeler Spreehafen. Hier liegt das Hausboot von Andrei Kuczynski. Die ehemalige Lastenschute muss zum Schiffstüff in die Werft. Beim Ablegen hilft der Hausbootkollege Udo Bernauer. Es gilt, ohne Kollisionen den Liegeplatz zu verlassen. Allein kann der Schiffer sein Hausboot nicht sicher zur Werft bringen. Alles klar! Zu solchen Anlässen kann man sich aber auf seine Nachbarn im Spreehafen immer verlassen. Ich bin eigentlich nur die Augen von André auf dieser Seite, weil er von der Backbordseite eben nicht auf die Steuerbordseite gucken kann. Jetzt gilt es, mit genug Wasser unterm Kiel unter den Brücken durchzukommen, ohne oben anzustoßen. Das war jetzt auch die erste Brücke und das war auch die schwierigste, um mit der Höhe klarzukommen. Nach einer guten halben Stunde erreichen die Schiffer ihren Liegeplatz im Reiherstieg. Hier bei der MA Flintwerft wird der Rumpf des Hausboots gesäubert, geprüft, eventuell repariert und neu gestrichen. Ich habe mein Hausboot jetzt zu Herrn Walter in die Werft gebracht. Und das ist nötig alle 5 Jahre, weil Strom- und Hafenbau ein Schwimmfähigkeitszeugnis haben möchte. Und dieses Schwimmfähigkeitszeugnis beinhaltet eine Schallmessung. Und diese Schallmessung kann nur gemacht werden, wenn das Schiff an Land liegt. Dann wird mit Ultraschall die Stahlstärke gemessen und dann weiß man, wie stark noch der Stahlkern ist. Am nächsten Morgen herrscht im Hafen echtes Schiedwetter. Das Hausboot muss bei Hochwasser vorsichtig an Land gezogen werden. Beim sogenannten Slippen ist der Rumpf des Schiffes großen Belastungen ausgesetzt. Wir müssen vor allen Dingen darauf achten, ob die Aufbauten stabil sind, dass sie nicht umkippen oder sowas. Das ist eigentlich das einzige Problem, das da auftreten kann. Das Hausboot mittig und gut ausbalanciert an Land zu ziehen. Dafür müssen nun die Männer auf der Werft sorgen. Hamburg achten! Hamburg achten, hatte ich doch gesagt! Hamburg und Harburg sind hier die Kommandos statt Backbord und Steuerbord. Mit diesen klaren Ansagen wird das Hausboot sauber in die Werft gezogen. Backbord liegt da auf. 2 Tage später, früh am Morgen. Andrei Kuczynski ist früh auf den Beinen. Der zweite Bodenanstrich muss auf den Rumpf. Ja, das Schwimmfähigkeitszeugnis, das ist sehr gut verlaufen. Ich habe noch eine Wandstärke von 4 mm und das ist völlig ausreichend. Und jetzt wird das komplett gemalt, das ganze Schiff. Und in 5 Jahren bin ich wahrscheinlich wieder hier.